dabei sein dürfen. Die Gerhard-Asamoah-Stiftung wurde vor 10 Jahren gegründet. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Sehr, sehr vieles. Wichtig ist einfach, dass wir einfach sehr viele, viele Kinder das Lachen zurückgeben dürfen oder haben. Und es gibt nichts Schöneres, ein Kind lachen zu sehen. Und das war unser Ziel. Und wirklich, wenn nur ein Kind ein Krankenbett besucht und die lacht dich an. Und es gibt sogar Kinder, die mich sogar Onkel nennen. Das macht einen schon stolz, ja. Wie viele Kinder habt ihr bisher geholfen mit der Stiftung? Oh, wir haben schon genügend Kinder operiert. Es ist ja nicht nur Kinder operieren, sondern wir haben auch gewisse Krankenhäuser, die wir halt unterstützen, die wir auch ein paar Geräte spenden. Und das ist dann so das Ziel. Wir wollen einfach so viel wie möglich tun, um einfach zu helfen, dass die Kinder einfach, dass es den Kindern sehr, sehr gut geht. Das eigentliche Ziel ist ja, in der ghanaischen Hauptstadt Accra eine Herzklinik zu eröffnen. Wie weit seid ihr da? Also das war das Ziel, aber ich meine, wir haben das Ziel noch ein bisschen verlagert, neu überdacht. Haben wir gesagt, okay, wichtig ist einfach, dass wir Kinder das Lachen zugeben. Und deswegen, klar ist es irgendwann das Ziel, wenn du irgendwo so ein Krankenhaus hast, wo du einfach die Kinder vor Ort operieren kannst, ist eher billiger, als die Kinder nach Europa zu bringen. Aber wir haben gesagt, ist egal, wir wollen einfach Kinder das Lachen zugeben. Und deswegen kann das Krankenhaus warten. Wir wollen einfach das Geld, was wir annehmen, auch für Kinder ausgeben, und das ist ja uns sehr, sehr wichtig. Also bisher ist es so, dass ihr die Kinder hier nach Deutschland holt und die werden dann hier operiert, aber ihr seid also weltweit oder unterstützt herzkranke Kinder und deren Familien weltweit, das ist richtig, ne? Ja, so ist das. Also wir versuchen ja nicht so, weil wir Ghana, über Ghana gesprochen. Ich habe damals Ghana ausgesucht, weil ich ja ursprünglich aus Ghana komme, habe so, okay, dann war ich lieber in meinen Heimatort, aber im Nachhinein ist ja so, dass wir versuchen, auch Kinder, ist egal wo die Kinder kommen, versuchen, wie wir können, auch die Kinder unterstützen, auch deutsche Kinder, auch Kinder aus Afghanistan, Kinder aus Kamerun, da versuchen wir alles mitzubewerten, und das ist einfach unser Ziel. Wichtig davon, es geht nicht, wo derjenige herkommt, es geht einfach darum, dass ein Kind geholfen wird. Und wie ich vorhin gesagt habe, es gibt nichts Schöneres, wenn du ein Kind lachen siehst. Das ist eine wunderschöne Aktion. Heute zum ersten Mal findet die Gala der Herzen statt. Wie ist das entstanden? Wie ist die Veranstaltung? Wie bist du dazu gekommen, heute die Veranstaltung hier auch im Dr. Thompson zu machen? Ja, ich meine, es ist ja so, dass man, es ist ja, Asamoah-Stiftung ist ja nicht nur Asamoah, sondern es gibt Leute, die im Hintergrund sind. Ich habe ja meinen Beiräten, ich habe ja meinen Vorstandleuten, und wir haben uns wirklich hingesetzt, okay, wir müssen irgendwas machen, und es ist ja, wie du sagst, es ist 10 Jahre weit, und haben gesagt, okay, lass uns einfach eine Gala veranstalten, und haben uns heute den Tag ausgesucht und haben gesagt, okay, wir nehmen den Raum Dr. Thompson, weil wir einfach, weil ich öfter hier bin, ich kenne Geschäftsführer alles, und deswegen haben wir gesagt, okay, das passt zu unserer Location, es passt auch, weil der Tom auch selber das Ding sehr, sehr unterstützt, haben wir gesagt, okay, dann machen wir hier und hoffe, dass wir einfach heute einen schönen Abend haben. Viele prominente Unterstützung hast du auch. Der Daniel Hall von Fresh Music Live ist mit im Beirat. Bundesminister Steinmeier hat die Schirmherrschaft übernommen. Wie hast du es geschafft, die Prominenten zu überzeugen? Aber wahrscheinlich brauchtest du gar nicht viel, oder? Wenn es ums Kinder geht, ja, dann sind die Leute direkt da. Das ist ja so. Es geht ja nicht nur um Daniel Hall, es geht ja nicht um Steinmeier. Es gibt ja sehr, sehr viel. Allein heute haben wir sehr, sehr viele Trikots zu versteigern. Ich meine, wenn ein Messi ein Trikot unterschreibt, aber ich helfe dir dabei, ein Öse, ein Neuer. Das sind Leute, die wirklich auch mitdenken und sagen, okay, wir können damit wirklich damit irgendwas bewegen, und ich bin sehr, sehr froh, dass ein Steinmeier bei mir als Vater dabei ist, aber trotzdem ist ja so, dass sie einfach die Leute, die uns täglich unterstützen, das sind ein paar Leute, mein Vorstandleute, mein Beiraten, und das sind die Leute, die mir wirklich, und es ist sehr klar, es ist sehr schön, wenn die Stars mich unterstützen, aber wie gesagt, das Schönste, die Stars sind die Kinder, und Kinder wollen mal das Lachen zurückgeben. Was erwartet uns denn heute Abend? Daniel Hall wird auch singen. Wirst du auch singen? Ich habe ein YouTube-Video mit dir gesehen. Du singst auch, ist das richtig? Ja, ich singe nur Schlagerlieder, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob heute Schlager gefragt wird. Ich singe schon gerne. Ich singe wirklich gerne Schlager. Ich bin auch so ein Westerhang-Fan. Aber so das Lachen, das Singen lasse ich heute. Wenn man vielleicht was getrunken hat, singe ich vielleicht ein leichtes Schlagerlied. Aber sonst werden die anderen Jungs übernehmen. Daniel Hall ist ja, da sind ein paar Leute hier, die einfach uns einfach den Namen einfach verschönern werden. Und auch Xavier Naidoo-Fan, das haben wir gemeinsam. Du bist auch großer Xavier Naidoo-Fan, richtig? Ja. Er hat ja auch eins in seinem Lied gesungen, das war Danke. Da hat er gesungen, Gerhard Asamoah schießt sein letztes Tor. Ja, es ist dadurch schon Freundschaft entstanden, weil ich ja Xavier auch durch das WM 2006 unterstützt habe, durch DJs da sein in der Kabine. Und daher ist eine Freundschaft entstanden. Und ich meine, wenn man die Lieder von Xavier, wenn man im Auto sitzt und die Lieder von Xavier, dann kommt man zu denken, dann denkt man so. Und das ist einfach einmalig. Und deswegen ist auch schon Xavier schon mein Typ, die Lieder höre, ja. Ja, wunderschön. So, dann vielen Dank von Herzen. Der Erlös geht komplett an die herzkranken Kinder, das ist richtig, heute Abend? So ist das. Es geht ja weg. Warum wir hier sitzen, warum wir hier reden, warum wir hier feiern, also ich weiß, feiern, was trinken ist, aber es geht aber um das einfach sammeln, einfach für die Kinder. Das sage ich nochmal, Kinder, das Lachen zurückzugeben, das gibt nichts Schöneres. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ich bin gespannt, euch den Raum zu zeigen, doch siehst du mich ständig auf Drogen nehmen.
Echo Fresh, yes. Schön, dass du auch heute Abend hier bist, um die Gala der Herzen, die erste Gala der Herzen zu unterstützen. Was hat dich überzeugt, hier heute dabei zu sein und Gerald Asamoah zu unterstützen? Na, du hast es gerade selber gesagt, Gerald Asamoah ist wirklich ein alter, guter Kollege von mir. Ich kenne ihn wirklich sehr lange und immer mal wieder auf unseren Karrierewegen sind wir uns begegnet. Und als ich gehört habe, was er hier macht, wollte ich das natürlich unterstützen. Und was kann es für einen besseren Grund geben, als für kranke Kinder? Also besser geht es eigentlich nicht. Und deswegen bin ich hier. Gibt es noch eine spezielle Verbindung, die du zu Gerald Asamoah hast oder eben zu dem Thema Herzkrankheiten bei Kindern? Na, ich habe es eben erwähnt, wir sind wirklich sehr alte, dicke Freunde und ich kenne mehrere Leute. Wir sind ungefähr gleicher Jahrgang. Ich glaube, er ist ein paar Jahre älter als ich. Aber uns verbinden einfach die Jahre, wo wir jetzt schon zu tun gehabt haben. Und immer, wenn es passt, machen wir was zusammen. Ganz kurz noch, du willst jetzt weiter feiern gehen. Wollen wir noch kurz über dein aktuelles Projekt reden? Du hast jetzt was mit Pietro Lombardi gemacht und auch Giovanni Zarella war dabei. Ist das richtig? Genau, ich bin ja Songwriter. Das wissen Leute, die sich jetzt quasi auch für hinter die Kulissen interessieren, für die Musikbranche und so weiter. Und ich habe da gerne mitgeholfen sozusagen. Der Pietro hat mir da seine Seele ausgeschüttet, was er da drin haben wollte. Und ich habe das quasi in Texte formuliert. Das kann ich als Rapper ganz gut und habe das versucht, irgendwie so gut es geht zu unterstützen, weil ich glaube, auch ganz Deutschland irgendwie hat Sympathie für den Jungen und möchte ihn unterstützen. Das wollte ich halt auch. Auch das war für einen guten Zweck. Deswegen habe ich es gerne gemacht. Okay, super. Vielen Dank, Echo Fresh. Dein Auftritt gerade fand ich echt grandios. Ich habe richtig mitgegroovt. Vielen Dank. Ich danke euch. Ciao. Arbeit. Geld verdienen.